Servus Leute und herzlich willkommen bei Pokémon JM. Ich bin der Stefan und heute geht's wieder weiter mit unserem eBay Opening. Viel Kartenberge, sage ich jetzt mal, haben wir ja nicht mehr übrig. Im Gegensatz zum Anfang, sage ich jetzt mal. Also ich hoffe, dass wir das jetzt auf zwei Episoden tatsächlich noch durchbekommen. Wahrscheinlich nicht, aber wir hoffen's. Ich habe hier letztens in der letzten Episode einfach den Kartenhaufen vergessen weiterzumachen und von dem her machen wir den jetzt noch schnell fertig und gucken mal, was wir noch drin haben. Also fangen wir an. Wir haben hier einmal ein Krippuk C, dann nochmal ein Krippuk C, ein Kaumalat, ein Knarksel, nochmal ein Knarksel, ein Knackrakolo, sehr geil, und ein Knackrakolo Level X. Sehr, sehr geil. Guck mal die mal an. Legen wir gleich auf den Holo-Stapel rüber. Sehr gut. Da haben wir einmal ein Mampfaxo. Ein Mampfaxo mit dieser Schneeflocke hier wieder, was auch immer die bedeutet. Weiß ich immer noch nicht. Dann haben wir ein Mampfaxo Reverse Holo. Nochmal ein Mampfaxo. Ein Riolu. 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 Ich gehe mal wieder ein bisschen näher ran. Riolu. Riolu. Ein Lucario. Nochmal ein Lucario, ein seltenes Lucario Non-Holo, dann nochmal hier ein Lucario als Stahl, ein Hippopotas, Reverse, Hippopotas, Hippopotos, Hippoterus und nochmal ein Hippoterus als seltene Nicht-Holo-Karte, nochmal ein Hippoterus als seltene Nicht-Holo-Karte, ein Pionskura, als Reverse, Pionskora, 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 sorry, wenn ich hier nicht immer im Fokus bin. Dann haben wir hier einmal die Pionskora nochmal in Reverse, ein Gieblunkel, Gliebunkel, irgendwie so, glaube ich, spricht man das Gliebunkel. Haben wir hier noch einige, hier noch und ein Toxiquack. Als seltene Karte ein Toxiquack Reverse, das ich hier schon. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch das. Das löst sich hier direkt ab. Hier sieht man die Spiegelfolie. Ah, die Spiegelschicht. Scheiße. Ah, okay, die Karte ist wahrscheinlich im Eimer. War im Übrigen, glaube ich, mal selten. Ja, aber das ist heftig. Okay, jetzt weiß man wenigstens, wie die Karten gemacht werden. Es wird hier einfach eine Glitzerschicht bei den Reverse und darauf wird eine durchsichtige Folie geklebt. Na gut, gut zu wissen. Ein Venuflibis. Dreimal hier Finion. Finion. Dann haben wir ein Lumineon als Holo, als seltene Holo-Karte. Dann ein Lumineon als seltene Reverse-Karte, nochmal ein Lumineon als Holo und selten und nochmal ein Lumineon als seltene Reverse. Dann ein Schneebedeck und nochmal ein Schneebedeck. Okay, müssen wir jetzt aber alle Common Karten. Ja, genau. Okay, oh mein Gott, ich habe hier unten immer noch meine Stapel Pokémon-Karten. Normalen, die ich jetzt dann langsam mal wegräumen sollte, aber gut. Ah, weiter mit dem nächsten Stapel. So. Gut, dann gucken wir mal. Speedifass. Als seltene Karte sehe ich jetzt gerade. Nicht Holo. Dann hier eine Speedifass Reverse. Zirpurze. Dann haben wir hier ein Zirpeise als seltene Nicht-Holo-Karte zweimal. Dann ein Shinux, einmal als Reverse hier in eigentlich einem annehmbaren Zustand für eine Reverse-Karte, für die, was wir hier schon gezogen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Shinux hier nochmal ein typisches, verkratztes Reverse Shinox. Dann hier wieder ein Shinox. Ein Luxio.
Ein Luxtra Holo. Sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Viel zu also okay, wahnsinnig schön, muss man sagen. Ein Knospi, Roserade. Ein Roserade Holo. Sehr cool, gefällt mir auch sehr gut. Ein Roserade. Waren die anderen eigentlich selten? Nee. Aber hier haben wir nochmal ein seltenes Roserade, nicht Holo. Ein Roserade C, nicht Holo. Selten. Wieder ein Roserade Holo. Dann haben wir ein Kroknodon Reverse. Ein Ramaidon, selten, nicht Holo. Ein Schilterus, ein Bolterus Holo, auch sehr cool, weil mir Bolterus als Pokémon eigentlich noch nie wirklich gefallen hat. Ein Burmy, nochmal ein Burmy, 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 Burmy und ein Burmy Reverse. Machen wir weiter, dann haben wir hier einmal Burmy, 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 Burmadame. Ist sie selten? Die ist tatsächlich selten, als Nicht-Holo. Ein Burmadame selten als Reverse. Ein Burmadame, Burmadame, Burmadame selten Nicht-Holo, Burmadame selten Reverse-Holo. Burmadame selten Nicht-Holo. Ein Motorpell Nicht-Holo. Nochmal ein. Nein, das ist nicht, das ist ankommen. Motorpel. Wadribi. Zweimal Hornwiesel, nicht Holo. Einmal Hornwiesel, Reverse Holo selten. Dann haben wir einen Pachirisu, Holo. Dreimal. Sehr geiles Artwork. Hier auch wahnsinnig cool. Dann haben wir hier nochmal ein paar Chirisu ankommen. Chirisu, Bamelin, Bojelin. Ein Bojelin selten nicht Holo und ein Bojelin selten Reverse Holo. Kikugi. Bla 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 bla. Okay. Dann geht's hier weiter. Kikugi, bla bla bla. Ein Kinoso. Kinoso. Selten, sehe ich jetzt gerade. Selten nicht Holo. Kinoso, Schalelos, östliches Meer. Genau, das sind ja Schalelos, westliches Meer. Ein Schalelos Reverse Holo, ein Gastrodon. Normal selten, also nicht Holo. Dann haben wir ein Gastrodon. Oh Gott. Ein Gastrodon Holo. Ein Ambidüffel. Haben wir Düffel Driftlon. Driftzeppelin. Als Non-Holo Rare die 3. Hoppala. Driftzeppelin. Ein Driftzeppelin Reverse Holo. Und selten, sehe ich gerade. Dann haben wir hier Haspiroa, Schlapohr als seltenen Nicht-Holo und nochmal ein Schlapohr, selten Nicht-Holo, ein Traunmagil-Holo, sehr cool und ein Traunmagil ganz normal. Gut, wieder ein Stapel geschafft, Leute. Es läuft, es geht voran. Muss ich sagen, es geht voran. Ich glaube, das war dieser Mega-Stapel, den wir jetzt hier heute machen. Ich lege die einfach hier drauf, ist egal. Weiter geht's.
wir nahen uns dem Ende. Kukuna, Kukuna, Bisesam, Rattan, Kukuna Reverse Holo, ein Bibor, Bibor Holo, oh nee. Junge, was ist das denn? So eine schöne Karte und total zerkratzt. Was heißt zerkratzt? Hier wurde definitiv was eingedrückt. Das ist ein richtig schönes Artwork dazu, muss ich eigentlich sagen. Wahnsinnig schade. Na gut, wie dem auch sei. Hilft nicht, es hilft nicht. Bibor haben wir hier nochmal als Nicht-Holo selten. Dann haben wir hier ein Tauboga, ein Bisasam wieder, Rattan, ein Arbok. Ein Arbok hier als Reverse Holo und ein Pikachu Reverse Holo. Wir haben hier endlich mal Pikachu-Karten. Gefällt mir sehr gut. Schaut wahnsinnig toll. Was für ein cooles Artwork, muss ich hier wirklich sagen. Oh, ein Pikachu Holo. War eine Promokarte. Sehr gut, sehr guter Zustand auch. Auch schönes Artwork. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ihr wisst normalerweise auch, dass ich total auf Pikachu abfahre. Und hier um jede Holo-Karte dankbar bin. Hier wieder ein Pikachu-Holo. Sehr geil. Gefällt mir wahnsinnig gut. Pikachu. Halt, die Pikachu-Karte gehört ja gar nicht auf den Stapel. Pikachu. Oh, ein Pikachu aus Hard Gold oder Silber. Sonst habe ich schon. Hier nochmal ein Pikachu. Eine Raichu. Sehr geiles Artwork auch hier. Gefällt mir wahnsinnig gut. Hier auch nochmal. Selten nicht Holo, aber wahnsinnig cooles. So, da bin ich wieder. Ein Raichu hier, sind wir stehen geblieben. Als nicht Holo, selten. Dann hier nochmal ein Raichu. Ein altes Sandern in wahnsinnig schlechter Qualität. Oder wahnsinnig schlechtem Zustand. Sandama. Nidoran haben wir hier. Nidorina. Ein Nidoqueen. Selten nicht Holo. Schade, aber trotzdem schön. Dann ein Nidoran, Nidorino haben wir hier. Nidoking als selten nicht Holo. Ein Tauboss als selten nicht Holo. Nochmal ein Tauboss als selten nicht Holo. Radfatz. Dann haben wir hier einen Radikal. Nochmal ein Radikal. Ein kaputtes Radikal. Ein dunkles Radikal. Sehr geil. Radikal. Ibitak. Ein uraltes Ibitak. Rattan. Okay. Der Stapel wäre auch geschafft. Oh, und weiter geht's. Ja, mal das Bisasam, unsere letzte Karte, die wir in der ersten Episode aus der Schachtel gezogen haben. Gut, legen wir gleich mal hier. Okay, ich bin gespannt. Haben wir hier ein Pinsir, ein Tauros Reverse Holo, hier auch schon wieder zerstört. Nee, zerknickt, ja. Cooles Artwork. Okay. Carpador. Oh, ein dunkles Gara. Das habe ich schon in Holo. Aber auch in einer besseren Qualität dazu, muss ich sagen. Dann haben wir hier nochmal einen Garados. Als Rare nicht Holo. Und hier nochmal eines. Als Rare nicht Holo. Dann ein Lapras. Nochmal ein Lapras als Rare nicht Holo. Ditto. Oh mein Gott, die Ditto-Karten kenne ich ja auch noch. Cool. Evoli. Ein Reverse Holo. Evoli. Hier wieder ein Evoli. Oh, was für ein cooles Artwork für Evoli. Das sieht ja toll aus. Fällt mir wahnsinnig gut. Evoli, ein dunkles Aquana.
sehr geil. Oh, wir haben ja auch Blitzer. Sehr geil, gefällt mir wahnsinnig. Dann haben wir hier nochmal einen Aquana. Ein Reverse Holo selten Blitzer. Sehr geil. Und hier ein normales seltenes Blitzer. Dann haben wir hier nochmal einen Blitzer und hier nochmal einen Blitzer als seltene Karte, nicht Holo. Dann ein Flamara als Common Karte, ein dunkles Flamara in guter Qualität, sonst habe ich glaube ich auch noch. Sehr geil. Und dann hier nochmal ein Flamara, auch nicht Holo, auch nicht selten. Porygon, 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 Porygon. Ammonitas, 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 Amoroso. Ein Kabuto in Reverse Holo. Kabuto, Kabuto. Ein Kaputops aus dem Base, aus dem Fossil Set, genau. Dann haben wir ein Aerodactyl Reverse Holo selten und ein normales Aerodactyl selten. Ein Relaxo selten, nicht Holo, leider. Eine Relaxo normal und wir haben hier, jetzt geht's los, jetzt Real Talk, Leute. Ein Holo Arctos, ein Holo Zapdos, selten beide, hier zweimal sogar. Nochmal ein Holo, wow, Wahnsinn. Also Holo Arctos, legen wir weg. Zweimal Holo Zapdos von einem von Team Galactic, sehr geil. Holo. Dann nochmal ein Zapdos, Holo, selten. Dann haben wir hier noch ein Lavados, leider nicht Holo, aber selten. Ein Dratini, ein Dragonir, ein Dragoran und ein Mega Mewtwo X als Promo. Schade, aber trotzdem immer ein Mega Mewtwo X und ein Dragoran. Holo, Wahnsinn, sehr geil. Sind ja doch noch ein paar Holo-Karten gekommen. Gut. Wie dem auch sei. Wir haben es fast geschafft. 2 Minuten haben wir noch. Wir haben jetzt hier noch einen Stapel Trainerkarten. Den könnten wir überfliegen. Ne, den machen wir. Okay, ich werde auf 2 Minuten den anderen Stapel hier nicht mehr schaffen. Dann bereiten wir uns vor für die nächste Episode und fliegen jetzt auch über die Trainerkarten drüber. Pokéball, 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 Pokéball. Wir haben mal laute Pokebälle, haben irgendwie was Holo, was Primärball, Finsternisball, was haben wir noch, den Flottball, einen Luxusball, Superball, Superball Reverse und einen Doppelball Reverse, was haben wir hier, Freundeball und Team Magma Ball. Okay, gut, dann haben wir hier die Trainerkarten noch überflogen und dann gucken wir noch die Energiekarten durch. Hoppala, da springt der Gummi weg, die Wasserenergiekarten, in der Hoffnung, dass hier vielleicht eine von Fat Gold Soul Silver dabei ist oder irgendeine Reverse vielleicht auch, wäre ganz cool, aber ich glaube, hier haben wir nichts. Nein, hier nicht. So viele Wasserenergiekarten, Wahnsinn. Nee. Keine HGSS Wasserenergiekarte. Okay. Gut, dann war's das für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, die ganze Episode. Wir haben heute wieder einige Holos rausgezogen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten Kritik gerne in den Comments gesehen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.